News der Woche 22 an den Feiertag. Die Wahlen sind vorbei. Die Ergebnisse sind da und die erzähle ich euch jetzt gleich. Gestern wurde die Stimmenauszählung der Türkei-Präsidentenwahl abgeschlossen. Gestern Abend. So, da heißt, dass Erdogan den Sieg für sich gewinnen konnte mit 52,15% von insgesamt 99,8%. Nachdem eine Stichwahl gab, hat er die Mehrheit bekommen von 2,15% mehr und somit hat er wieder die Wahl gewonnen. Erdogan ist seit ca. 20 Jahren an der Macht in der Türkei und viele befürchten, dass die Türkei in dem Fall den Bach runterfließen könnte, da er nicht mehr so stabil ist, wieder schon eigentlich ist er ja noch immer noch so, dass er nicht stabil war und auch in der Zukunft so sein wird. Anderes Thema, die andere Person, die gewinnen konnte, hat leider nicht gewonnen. Die hätte sich für Demokratie und Co. eingesetzt. Sabine Lackner ist die erste Präsidentin des Technischen Hilfswerks THW. Sie bringt eine umfassende Erfahrung von über 20 Jahren im THW mit und ist derzeit als Vizepräsident tätig. Das THW ist eine ehrenamtliche, betradene Einsatzorganisation des Bundes mit mehr als 85.000 Freiwillige, die im Bevölkerungsschutz aktiv sind und bei Notlagen weltweit im Auftrag der Bundesregierung Hilfe leisten. Ja, bei der Barcamp finden in circa 2-3 Wochen nicht mehr lange hin. Die Anmeldungen sind in der Videobeschreibung für alle, die beim Film Barcamp dabei sein wollen. Ihr müsst beim in Mitte Franken wohnen, in Bayern. Und für alle anderen, die nicht in Mitte Franken wohnen, für die ist der Kreator Barcamp etwas Schönes. Da treffen sich alle KreatorInnen aus Deutschland, weit Europa, zu einem kleinen Barcamp. Mit den 10 Uhr, Ende 17.
18 Uhr. Ich freue mich schon riesig. Das wird wieder eine Hammernummer dieses Jahr. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr so alles genau wird. Ja, schaut gerne bei beiden vorbei. Oder nur bei einem, wenn ihr Zeit habt. Und dann würde ich erstmal sagen, das waren die Nuchte-Woche Nummer 22. Hab noch einen schönen Feiertag. Bis in einer Woche. Bye bye.